Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Bestimme die Anzahl ganzer Werte für k, damit der Bruch 6k plus 9 geteilt durch 2k plus 1 eine ganze Zahl ergibt. Wir werden zuerst diesen Bruch etwas umschreiben, indem wir die 9 ersetzen durch 3 plus 6. Warum machen wir das? Weil in den zwei ersten Termen können wir jetzt eine 3 ausklammern und zwischenklammern bleibt dann genau der Nenner. Also können wir diesen Bruch berechnen als 3 mal 2k plus 1 auf 2k plus 1, also 3, plus 6 auf 2k plus 1, also so. Damit diese Summe einen ganzen Wert ergibt, werden wir die ganzen Werte für k bestimmen, so dass 2k plus 1 ein ganzer Teiler von 6 ist. Versuchen wir zuerst k gleich 0. Wenn k 0 ist, dann ist der Nenner 1, so ist dieser Bruch gleich 6 und 6 plus 3 macht 9. Also ist diese Summe eine ganze Zahl für die ganze Zahl k gleich 0. Daher eine erste Möglichkeit für k. Wenn k 1 ist, dann ersetzen wir hier k durch 1. Dann haben wir 2 mal 1 plus 1, also 3. Das ist ein ganzer Teiler von 6. 6 geteilt durch 3 macht 2, plus 3 macht 5. Also für den ganzen k-Wert 1 ist unser Bruch eine ganze Zahl. Deshalb haben wir eine zweite Möglichkeit für k. Wenn k minus 1 ist, dann ergibt diese Summe minus 3. Minus 3 ist eine ganze Zahl, daher diese dritte Möglichkeit für k. Wenn k 2 ist, dann ist dieser Nenner 2 mal 2 plus 1, also 5. Dann haben wir hier 6 Fünftel und 6 Fünftel plus 3 ist keine ganze Zahl. Daher ist 2 kein möglicher ganzer Wert für k. Wenn k aber minus 2 ist, dann erhalten wir hier minus 4 plus 1, also minus 3. Und minus 3 ist ein ganzer Teiler von 6. 6 geteilt durch minus 3, das macht minus 2. Und minus 2 plus 3 macht 1. Deshalb haben wir hier eine vierte Möglichkeit für k. Aber wenn k größer gleich 3 ist, dann wird diese Summe niemals eine ganze Zahl sein. Und wenn k kleiner gleich minus 3 ist, ebenfalls nicht. Deshalb haben wir für k 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten und somit ist die Endantwort auf die gestellte Frage 4. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.